So, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Tutorial für Railroad. Wir schauen uns heute den sogenannten Arrival-Sensor an, wie der funktioniert. Ja, der funktioniert ähnlich wie der Routing-Sensor, nur dass der Arrival-Sensor ein bisschen schlauer ist. Nämlich, der kann automatisch einen Bahnsteig zuweisen. Am besten Beispiel machen wir das anhand von Bern. Denn dieser Zug hier möchte nämlich als nächstes nach Bern fahren. Und da sagen wir eben, Hier soll er dann automatisch den richtigen Bahnsteig zuweisen. Wir platzieren den jetzt hier mal vor diesem Signal, weil der wird genau wie der Routing-Sensor getriggert, wenn der Zug daran vorbeifährt. Wir klicken den an, sagen erstmal das Autosignal, das er steuern soll, in dem Sinne gleich das nächste, und geben ihm den Bahnhof, den er quasi bedienen soll. Das ist Bern. So, und dann steht schon da, Auto-Routing to Bern 1, 2 und 4. Das sind quasi die Bahnsteige, die er von dem Signal aus erreichen kann. Denn 3 kann er nicht erreichen, da gibt es keinen Weg da so direkt drauf. So, wir schauen uns das jetzt mal praktisch an. Wir geben dem jetzt hier mal die Fahrstraße bis hierhin. Und dann schauen wir doch mal, was hier gleich passiert im Schnellvorlauf. So, gleich wird er jetzt hier vorbeifahren und automatisch wird die richtige Fahrstraße gewählt für den Bahnsteig 2. Würde er jetzt zum Beispiel auf Bahnsteig 1 wollen, dann wäre er natürlich dort zum 1er raufgefahren. So funktioniert der Arrival-Sensor, mehr macht er nicht. Und es macht natürlich Sinn, die unterschiedlichen Sensoren zu kombinieren. Und das zeige ich euch im nächsten Tutorial. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare.